Van de Breu ist in diesem Jahr Bundeschampionat hoch platziert, Finale gewesen und Lahnhagen Weltmeisterschaft gesprungen, auch im Finale gewesen, fährt, was auch im Turnier echt oft null geht, hat ein bisschen seine eigene Art zu springen, aber richtig vorsichtig und will einfach alles richtig machen. Vorgeprägt natürlich auch durch den Vater, wie gesagt, Coppin van de Breu, war über viele, viele Jahre im großen Sport zu Hause. Zuletzt natürlich mit Quentin Judge für die Vereinigten Staaten, aber die ganz großen Erfolge, die gab es auch schon mit Gregory Waterleed für Belgien, aber auch natürlich mit Markus Ening, hat den Nationenpreis von Rotterdam gewonnen, war Zweiter im großen Preis von Falsterbo, den Sieg im Nationenpreis von Rotterdam und vieles, vieles mehr, was einfach der Vater hier, Coppin van de Breu, in seiner Erfolgsvita stehen hat. Es gab zu seiner aktiven Zeit kaum ein anderes Pferd, das so erfolgreich über einen langen Zeitraum im Sport unterwegs war, wie dieser Coppin van de Breu, der das wertvolle Blut des Darko mitführt. Ja, Coppin's Boy ist, glaube ich, richtiges Turnierpferd. Weil das auf dem Turnier kommt, dann kriegt er Ehrgeiz, will richtig los. Aber die Pferde mag ich ganz besonders gerne. War auf dem Bundeschampionat 3 Runde 0 in Lahnhagen von 230 Pferden unter den 30 Besten fürs Finale. Hatten dann im Finale 0,1 Zeitfehler, aber das lag leider am Reiter. Der war ich. Aber ja, ist vielleicht nicht das typische Bild Hengst, ein bisschen heiß, aber ich glaube, wenn man einer eine Stute braucht oder Stute hat, die ein bisschen Saft braucht und richtig Qualität, dann ist dieser hier, glaube ich, genau richtig. Ja, richtig schnell im Vorderbein. Will eigentlich alles richtig machen. Nur dreimal drei über. Schauen wir auch ganz kurz nochmal auf die Mutterseite. Auch das sind prominente Namen eben mit Levisto, mit Julian Melchior, ebenso in vielen internationalen großen Springen erfolgreich. Auch das über einen langen Zeitraum. Levisto war für Julian Melchior eine ihrer ersten großen Top-Hengste. Die Mutter, die Letizia, hat selbst schon einen gekürten Sohn hervorgebracht. Und dann in dritter Generation steht einer der erfolgreichsten und besten Leistungsvererber mit Colibri, der mit knapp 2000 Nachkommen im Sport eine Lebensgewinnsumme von 2,5 Millionen Euro zusammensprang. Und vor allen Dingen auf der Mutterseite immer das ein Zeichen für Qualität mit Colibri hier in dritter Generation. Oh. Oh, hier können wir auch mal lang, oder? Sei ruhig, der geht ja nicht auf Zeit. Jetzt fängt er an. Einmal erhöhen. Wie gesagt, gefangen von der Breu. War auch schon auf ein paar internationalen Turnieren jetzt ziemlich. Wirklich, wenn man ihn am kleinen Sprung sieht, denkt man, na, Vermögen, Fragezeichen. Aber der macht eigentlich alles das, was man von ihm verlangt. Und ich glaube auch, wenn er noch so ein Jahr so oder zwei weitergeht, dass auch mal ein richtig schweres Springen springt. Gut, wir beeilen uns einmal eine Runde, weil wir sind 3 Minuten hinter der Zeit, habe ich vorhin gehört. Hört sich an, als wenn das draußen stürmt. Ja, es ist windig draußen, Sabine ist draußen. Ah ne, das ist der andere, ne? Wunderbar. Oh, dich kann er auch. Gut. Voll genügend, perfekt. Das ist halt einer für den Sport. Das ist einer für die große Tour für Maurice, meine Damen und Herren. Ein bisschen Springsport auf Zeit im Parcours. Ihr Applaus für Coppin's Boy.